Willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben, mit Liesel in der Stadt. Und sie soll bitte hier warten. Warte hier. Ach, das Schaf ist so schön intelligent. Ich mag das. So, folgender Plan. Hier in Corinnes erstmal die Felle abliefern, damit ich meine 1000 Gold habe. Und wenn ich schon mal hier bin, ich habe gerade nochmal die ganze Questliste durchgeschaut. Allzu viel gibt's für mich hier gerade nicht zu tun. Ich könnte Vatras ein paar Steintafeln bringen. Die würde ich allerdings gerne selber behalten, um sie zu lesen irgendwann. Andererseits auch noch, ich glaube, er nimmt nur die, die ich ohnehin nicht lesen kann, oder? Ich habe ja zwei Arten von Steintafeln. Und der Mensch erschlug nämlich die hier, Geschick, Lebensenergie und so. Und dann einmal Einhandkampf, genau, und Stärke. Und einmal eine alte Steintafel. Und ich glaube, diese alten Steintafeln sind die, die er will. Ich habe noch eine Steintafel für dich. Gut. Hier, nimm ein paar Tränke als Belohnung. Genau, ja, tatsächlich, das sind nur die, die ich ohnehin nicht lesen kann, mit denen ich ohnehin nichts anfangen kann. Gut, die kann ich auch abliefern. Habe ich wegen der vermissten Leute? Ja. Habe ich da was Neues? Ich will dir erzählen, was ich weiß. Ja. Die Bauern haben ebenfalls Angehörige verloren. Ich habe in Erfahrung bringen können, dass die Banditen für das Verschwinden der Menschen hier verantwortlich sind. Elvridge, der Lehrling des Meisters Torben, erzählte mir, dass die Banditen die verschleppten Menschen über den Seeweg aus Corinnes entführten. Einige Piraten sind mit im Spiel. Ihre Rolle in der Sache ist mir aber noch nicht ganz klar. Ich habe Elvridge von den Banditen befreit. Ein Mädchen namens Lucia ist von den Banditen verschleppt worden. Ich denke, du bist auf der richtigen Spur. Weiter so. Ja, das hat sich ja voll gelohnt, herzukommen. Ich bin ja jetzt schon fast gelevelt. Wegen dieses Waffenhändlers. Nee, genau, da habe ich ja noch eine Idee. Und zwar hieß es ja, dass die Piraten hier eine Anlegestelle am Kai hätten, in der Nähe des Hafens. Und ich dahin schwimmen sollte oder könnte. Und das habe ich vor zu tun, genau. Einfach beim Hafen ins Becken springen und nach rechts schwimmen müsste das sein. Aber zuallererst, wie gesagt, will ich hier meine Felle verkaufen. Zeig mir deine Ware. Moment. Ach, ich kann ihm die jetzt gar nicht so andrehen, oder? Na, kann ich nicht. Okay, was hast du denn so? Ein Wolfsfell ist 10 wert und ich krieg nur 2 dafür. Das ist aber nicht gut. Das ist gar nicht gut. Was hat er denn sonst noch so? Kurzbogen. Wie viel Geschicklichkeit habe ich? 10. Damit könnte ich gerade den schwächsten Bogen tragen. Nee, komm, das lohnt sich nicht. Komm, weißt du was? Dann hier, nimm die ganzen Felle. Die brauche ich doch nicht. Keilerfell, Schattenläuferfell. Und da habe ich leider immer noch keine 1000 Gold. Ich könnte hier, ja, wie gesagt, mit dem Erz will ich schmieden. Das ist mir zu wertvoll, das gebe ich nicht her. Eine Holzfällachs zum Beispiel brauche ich nicht. Die kannst du haben. Das ist meine Ersatzwaffe. Wegen der Banditen wollte ich behalten. Ja, mit dem Bogen kann ich nichts anfangen, ne? Also weg damit. Brauche ich nicht. Wenn ich einen Bogen will, dann sollte ich mir tatsächlich einen nehmen, den ich tragen kann. Nämlich so. So, und ich habe meine 1000 Gold. Immerhin. Bin ich schon mal soweit. Ich habe leider versäumt, das Fleisch zu braten in der Zwischenzeit. Interessant ist ja auch, dass der Dieb, der den Bogen geklaut hat, ins Hafenbecken gesprungen ist und ich genau das gleiche tun muss, um zur Anlegestelle zu kommen. Hey, du. Danke, dass du mich gerettet hast. Vielleicht hängt das ja irgendwie zusammen. Ist Torben jetzt irgendwie dankbar, dass ich seinen Lehrling wieder gefunden habe? Elbridge wird ab jetzt wieder für dich arbeiten. Ich kann nur hoffen, dass er nicht beim nächsten Weiberock, der vorbeisegelt, wieder verschwunden ist. Nimm dieses Gold von mir als Dank, dass du meinen Lehrling zu mir zurückgebracht hast. Super, dankeschön. Du kennst dich mit Schlössern aus? Was nützt eine gute Truhe ohne ein gutes Schloss? Ich fertige meine Schlösser selbst an. Dann kann ich wenigstens sicher sein, dass ich meine Truhen nicht umsonst so stabil gebaut habe. Ein schlechtes Schloss ist leicht zu knacken. Und Diebe gibt es in Corinnes genug. Vor allem in letzter Zeit. Kannst du mir beibringen, Schlösser zu knacken? Kannst du mir beibringen, wie man Schlösser knackt? Du hast Grittas Schulden bei Matteo bezahlt. Scheinst mir ein anständiger Kerl zu sein. Ich werde dir beibringen, was du wissen willst. Allerdings kann ich es nicht umsonst tun. Ich habe immer noch einen Haufen Schulden und brauche das Geld. Und dann drückst du mir zwei... Wie viel verlangst du? 200 Goldstücke. Genau. Da drückst du mir 200 Goldstücke in die Hand.
um dich zu bedanken für deinen Lehrling und dann sagst du, du hast Schulden. Vielleicht später. Vielleicht später. Ich brauche das Gold ja gerade für das Kloster. Und jetzt gerade habe ich wahrscheinlich eh nicht genug Lernpunkte. Das wird wahrscheinlich 10 Lernpunkte kosten, Schlösser knacken. Das heißt, ich kann das Geld auch gerade noch behalten, bis ich mal mehr Geld übrig habe. So, und jetzt kann ich vielleicht nochmal kurz mit Laris quatschen. Hey, der was Neues weiß. Wegen der verschwundenen Leute. Nein, da weiß nichts Neues. Er kann mir was beibringen. Die Stärke und Geschicklichkeit. Ist es mir das wert, meine Stärke zu erhöhen? Habe ich gerade eine Waffe, für die ich mehr Stärke bräuchte? Ich glaube nicht. Also, ist mir egal. Brauche ich nicht. Dann, ja, dann bin ich ja eigentlich schon durch in der Stadt, was ich tun wollte, mit dem, was ich tun wollte. Und werde mich jetzt mal zu den Banditen oder zu den Piraten, ich weiß es nicht, begeben, die da hinten sein müssten. Unsicher ist sicher, ich speichere eine Runde vorher. Hui! was ist hier los? Ich hätte gerne, ja, die normale Grafik, vielen Dank. Ich bin gespannt, was dort mich erwartet, was uns dort erwartet, ich weiß es nicht. Es war rechts, oder? Ich schaue nochmal kurz nach. Nach rechts die Küste lang, genau. Ich hatte nämlich kurz vor Folgenbeginn mir die ganzen Quests nochmal angeguckt, deswegen war das hier gerade noch ausgewählt. Und da schwimmen ganz schön große Fische, ne? Ach, hier, bin ich schon da. Das ging ja schnell. Da oben ist auch der Leuchtturm, ne? Wo der angeblich von Banditen besetzt wurde. Jacks Leuchtturm müsste das sein. Lag da gerade ein Fisch? Nein, eine Muschel. Aha, eine Muschel. Ach ja, richtig, in den Muscheln können ja Perlen drin sein. Und eine Steintafel. Und eine Muschel. Dann schaue ich doch gleich mal, was sich in den Muscheln da drin befindet. Wo sind die denn da? Klappmuschel? Schwefel! Sehr schön. Nicht und so. In der Hornmuschel war nichts drin. Na, schade. Schade, schade, schade. Da hinten wächst Kornstöckel, glaube ich. Den brauche ich ja für die Tränke. Nein, feldknitterig. Knapp daneben. Eine Muschel. Ich hätte ja gerne mehr von den Perlen aus den Muscheln. Weil die ja so schön wertvoll sind. Ich weiß allerdings nicht, ob es sich lohnt, die Muscheln wirklich zu öffnen. Oder ob man mehr davon hat, die einfach zu verkaufen. Keine Ahnung. Aber da ich ja auch sowas wie Schwefel und so finden kann, das ich sicherlich alchemistisch verwenden kann. Ach, da sitzt hier einer. Hups, und ich klaue den die Fische. Und den Feldknitterich. An die Truhe gehe ich jetzt lieber mal nicht, wenn der da guckt. Ich will zuerst mal mit dem reden. Aber falls der kämpfen will, will ich natürlich auch vorher alles abgrasen. Nicht, dass ich dann... Da bist du ja endlich. Ich warte ja schon seit Stunden. Aber Moment mal. Du bist gar kein Händler aus der Stadt, oder? Wo ist Baltram? Baltram? Warte mal, wer bist denn du? Wer bist du? Ich wüsste nicht, was dich das angeht. Aber wenn du es unbedingt wissen willst, mein Name ist Skip. Na, klingelt's? Wer? Jetzt sag bloß, du hast den Namen Skip noch nie gehört. Meine Fresse, wo lebst du denn? Ich bin einer der meistgesuchten Verbrecher in Korinis. Meine Jungs und ich machen schon seit Jahren die Gewässer um diese lausige Insel hier unsicher. Das musst du doch schon mal gehört haben. Ja, natürlich. Du bist ein Pirat. Ja, natürlich. Jetzt fällt's mir wieder ein. Ehrlich? Du hast wirklich schon von mir gehört? Ach du Scheiße. Ich hatte mir schon überlegt, in die Stadt zu marschieren. Ein Glück, dass ich das nicht gemacht habe. Die Miliz hätte mich sicher sofort in den Knast gesteckt. Ach, schade, da hätte ich jetzt vielleicht Kopfgeld bezahlen können, wenn er hingekommen wäre. Naja, Baltram. Nee, ich will sagen, dass Baltram mich schickt natürlich. Wo kommst du her? Du willst wissen, wo unser Unterschlupf ist? Wenn ich dir das erzähle, dann könnte ich mich ja gleich der Miliz stellen. Außerdem würde dir das sowieso nichts nutzen, falls du vorhaben solltest, uns aufzusuchen.
Die Insel Korinnes ist groß und da, wo wir sind, kommt sowieso niemand hin. Es sei denn, er fährt mit einer Kogge oder einem Schiff. Dann müsstest du auch noch einen Weg durch die Klippen finden. Niemand kommt da durch, es sei denn, er kennt den geheimen Weg. Es gibt nur zwei Menschen, die den Weg kennen. Und du bist keiner von ihnen. Eine Menge Einwohner werden vermisst und alles deutet darauf hin, dass du daran nicht ganz unschuldig zu sein scheinst. Verdammt, aber die Sache ist nicht so, wie du denkst. Sehe ich etwa aus wie ein Menschenhändler? Nein, ich transportiere Waren. Was das für Waren sind und wo die herkommen, geht mich nichts an. Wir haben viele Dinge für diese Schweine geschippert. Am Anfang war es ganz normaler Kram. Naja, das eine oder andere war Schmuggelware. Doch irgendwann fingen sie an, die Bewohner der Stadt zu entführen. Keine Ahnung, was sie mit ihnen vorhaben. Wir haben sie nur rübergefahren. Baltram? Wartest du auf einen Händler? Du bist wohl ein ganz Schlauer, was? Das habe ich doch eben gesagt, oder etwa nicht? Dieser Nichtsnutz von einem Kleinkrämer hat mich wohl vergessen, so wie es aussieht. Der soll mir noch mal in die Finger kommen, sage ich dir. Von wem sprichst du? Von den Banditen, Mann. Von wem sonst? Das schmierige Pack, das sich hier überall auf der Insel breit macht. Und nicht nur hier um Korinnes. Banditen reicht mir nicht. Ich will einen Namen. Einen Namen? Ah, du willst wissen, wer der Kopf der Banditen ist. Verdammt, wie hieß denn der Hund nochmal? Mir fällt der Name von dem Kerl nicht mehr ein. Dabei war er eigentlich ganz einfach zu merken. Aber ich kann dir zeigen, wo du den Boss der Bande in diesem Teil von Korinnes finden kannst. Hast du eine ordentliche Landkarte dabei? Na klar. Hier. Ich habe eine Landkarte von Korinnes. Das ist gut. Dann werde ich dir den Sitz von diesem Kerl einzeichnen. Jetzt fällt mir auch sein Name wieder ein. Dexter. Hier, deine Karte. Dexter kenne ich doch. Wo habt ihr die Leute hingebracht? Ich hab dir schon gesagt, ich werde dir nicht verraten, wo sich unsere Bucht befindet. Schade. Aber hier liegt noch ein Fisch und ich weiß immerhin, Baltram ist der Händler der Banditen. Und ich habe hier hindurch irgendwas glitzern gesehen. Wo liegt es denn? Oder habe ich mich getäuscht? Ich weiß es nicht. Hier liegt auf jeden Fall noch was. Eine Muschel. Oder ist es im Zelt drin? Das war doch hier hinten. Da so hinter ihm quasi. Ne, da glitzert sowas. Ja, das ist hier drin. Ach, das ist hier drin, tatsächlich. Und das stört ihn nicht, dass ich da sein Zeug einfach mitnehme, oder wie? Oh, ein Apfel. Der macht stark. Den nehme ich. Dankeschön. Du bist ja nicht so der Hellste, ne? Bist zwar stolz drauf, hier alle in Furcht und Schrecken zu versetzen, aber irgendwie kriegst du nicht mal mit, wenn man dich hinter deinem Rücken ausraubt. Was bist du denn für ein Pirat? Das ganze Erbeutete bringt dir doch nichts, wenn man es dir wieder abnimmt. Du bist ja blöd. Was gibt's denn hier oben? Das sieht ja so aus, als käme ich da rüber. Hui, ja, ich komme da rüber. Sag mal, liegt da irgendwas? Vielleicht dort? Ne, da ist nichts. Aber egal, hat sich gelohnt, hat Spaß gemacht. Nun auf zurück in die Stadt und Baltram Ding festmachen. Ich sagte in die Stadt, also ins Wasser und dann rüberschwimmen. Andererseits bin ich zu Land wahrscheinlich ein bisschen schneller. Ich guck mal, wie weit ich hier kommen kann, ohne ins Wasser zu gehen. Na. Geht doch. Siehst du? Ist doch gar nicht so schwer. Hä? Was ist das da unten? Was ist das da? Fackeln? Ist das etwa die Diebesgilde oder so? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nicht. Aha, interessant.
Hier ist eine Tür. Direkt am Hafen, natürlich. Deswegen ist der Dieb von dem Bogen ins Hafenbecken gesprungen und einfach weggeschwommen. Ich vermute ganz stark, dass der da rein abgetaucht ist. Weil zu den Piraten ist der ja wohl nicht hin. Der Dieb. Die Diebesgilde hat ja mit den Banditen erstmal nichts zu tun. Die Banditen sind ja außerhalb und die Diebe innerhalb der Stadt. Glaube ich jedenfalls. Du sag mal, interessiert dich das mit Baltram? Wegen der Verschwundenen. Das ist eine schlimme Nein, Sache. Interessiert dich nicht. Das interessiert Vatras. So, jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe zu Baltram und frage ihn, was die ganze Sache soll. Oder ich gehe direkt zu Lord André. Was, Lord André? Ja, Lord André. Und verpfeif ihn. Ich glaube, ich gehe erstmal direkt zu ihm. Ich dachte gerade, da wächst was. Ich gehe direkt zu ihm und frage ihn mal, ob an der ganzen Sache denn was dran ist. Und wenn ja, was es soll. Ich meine, hier Banditen beliefern und so, ne? Ist ja mal voll daneben. Komme ich da etwa rüber? Nein! Hui, das war knapp. Und nein, ich möchte immer noch nicht kämpfen. Tschüss, Leute. Bitte entschuldige diesen kurzen Umweg. Das sah so interessant aus. Da war ein Eichhörnchen. Ja, also ich gehe jetzt zu Baltram und frage ihn mal, was die ganze Sache soll. Vor allem, ist Baltram nicht derjenige mit dem Ring des Wassers und so? War das nicht der? Das war doch der. Der ist doch quasi mein Kumpel. Warum steckt der Ring des Wassers mit den Dieben zusammen? Oder ist das Zufall? Ist nur er in beiden Gilden drin? Das wäre ja mal höchst interessant. Weil ich möchte hier nicht mit Dieben gemeinsame Sache machen, als zukünftiger Magier, der ich sein will. Also der hier war das mit dem Ring des Wassers und der hier ist auch der Diebeshändler. Du handelst mit Piraten. Was? Wer hat dir das erzählt? Ich habe mich mit einem von ihnen unterhalten. Er scheint in seiner Bucht auf dich zu warten. Was willst du machen? Es sind harte Zeiten. Jeder muss sehen, wo er bleibt. Ich glaube da nicht dran. Hattest du keine Angst, erwischt zu werden? Das kann passieren. Du hast es ja auch herausgefunden. Aber du hältst doch dicht, oder? Naja, erzähl mal. Was weißt du über die Piraten? Sie leben in einem abgelegenen Teil der Insel Korinis. Soviel ich weiß, kann man den nur mit einer Kogge oder einem Schiff erreichen. Die Bürger von Korinis fürchten sich vor ihnen, auch zu Recht, weil sie im Grunde ein Haufen übler Halsabschneider sind. Aber wenn du mich fragst, sind sie bei Weitem nicht so schlimm wie die Banditen. Ehrlich, ich habe es selbst erlebt. Womit handelt ihr? Ich versorge sie meistens mit Nahrung. Und von ihnen erhalte ich dafür den besten Rum, den man in Korinis kriegen kann. Ah ja, okay, immerhin. Das heißt, er macht doch nicht mit den Banditen gemeinsame Sache. Und damit ist er wahrscheinlich auch nicht der Händler von den Banditen. Oder vielleicht doch? Oder handeln vielleicht die Piraten mit den Banditen und er mit den Piraten? Und alle denken nur, er ist ein Händler der Banditen in der Stadt. Das kann natürlich auch sein. Ich könnte den Handel für ihn machen. Das klingt ja, als wäre das relativ harmlos und nichts Versautes oder Gefährliches oder Gemeines oder Illegales. Oder ich könnte ihn... Nee, komm. Ich könnte den Handel für dich abwickeln. Das wäre gut. Ich kann Korinis zurzeit nicht verlassen. Hier, nimm dieses Päckchen und sag Skip, dass er mit dem Rum diesmal nicht so knausern soll. 3 Flaschen sollten es schon sein. Na gut. Das war alles, was ich wissen wollte. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Interessant. Jetzt frage ich mich, ob mein Schaf noch hier ist. Und es sieht so aus, als wäre es das nicht. Warum ist das verschwunden? Ich habe Lieseloch gesagt, sie soll hier bleiben. Wo ist die hin? Habt ihr ein Schaf... Was? Weitergehen. Habt ihr ein Schaf gesehen? Hast du ein Schaf gesehen? Wo ist dieses ähnliche Schaf hin? Warum ist es weg? Das sollte doch hier bleiben. Wer muss die Arbeit ja machen? Boah, ist das ärgerlich. 100 Gold in den Sand gesetzt. Ach ja, Paket. Warum ich für ihn handle? Naja, erstens, es sind harmlose Waren und keine Banditensachen. Zweitens, ich kann über ihn vielleicht noch mehr der Piraten rausfinden. Und drittens, die Neugier, in den neuen Teil von Korinis zu kommen. All das, glaube ich, ist eine gute Motivation für einen Magier oder einen künftigen Magier, ihn nicht zu verpfeifen. Und deswegen
dachte ich mir einfach, ich handle mal so, wie ich das als Magier tun würde. Und verpfeife ihn halt eben nicht. So, jetzt schwimme ich mal eben noch zu Skip rüber, bringe das Paket weg. Und dann würde ich sagen, ist auch die Folge wieder zu Ende. Die ist jetzt auch schon wieder so lang, wie sie eigentlich sein sollte, maximal. So 20 Minuten. Kann ich hier hoch und dann über Land? Nein, kann ich nicht. Ich hätte hier gerne einen Landweg, das würde schneller gehen. Andererseits, naja, so weit ist es ja auch nicht, ne? Kann man ja schon mal machen. Das würde ich wahrscheinlich in echt auch noch schaffen, so weit zu schwimmen. So 50, 100 Meter. Eine Muschel, die habe ich vorhin übersehen. So, Skip, ich habe hier ein Paket für dich. Ich habe ein Paket von Baltram für dich. Was denn? Jetzt schickt er schon einen Laufburschen zu mir. Er hat die Hosen gestrichen voll, was? Naja. Was will man von so einer Händlerpfeife auch erwarten? Er sagt, er will 3 Flaschen von deinem Rum dafür. Das hätte er wohl gerne. Erst lässt er mich hier ewig warten, kommt nicht einmal persönlich und stellt obendrein auch noch Forderungen. Hier, gib ihm 2 Flaschen, damit soll er zufrieden sein. Okay. Wo habt ihr die Leute hingebracht? Ich hab dir schon gesagt... Ah, ist okay. Hätte ja sein können, dass du mir jetzt irgendwie wohlgesonnen bist oder so. So, wisst ihr was? Ich werde jetzt hier... Was? Zu weit entfernt. Ich werde jetzt hier gemütlich mein Fleisch braten. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.